Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich eröffne die Runde des Nachmittages und frage den Herrn Kollegen Naas, was er sucht. Nichts. Gut, danke schön. Ich darf Sie bitten, die Ihnen zugeordneten oder auch andere Plätze zu suchen und zu finden. Das gilt übrigens auch für die Landesregierung, Frau Ministerin. Dann lassen Sie sich von Herrn Staatsminister Wintermeyer mal anweisen. Okay, der Spaß ist jetzt genug, jetzt wird es wieder ernst. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 52, Antrag der Fraktionen der CDU, Bündnis 90, die Grünen, Internationale Automobilausstellung, IAA. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, hat die Nummer 1224 aus dieser Legislaturperiode und für die Antragsteller hat sich als erstes der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 die Grünen, Matthias Wagner, gemeldet. Und er bekommt jetzt auch das Wort. 10 Minuten haben wir vereinbart. Okay. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diese 68. internationale Automobilausstellung, die in der vergangenen Woche zu Ende gegangen ist, war in vielerlei Hinsicht denkwürdig. Sie war denkwürdig, weil viele Automobilhersteller schon vor der Messe gesagt haben, dass sie an dieser Ausstellung gar nicht mehr teilnehmen wollen. Sie war denkwürdig, weil sie weniger Besucher angezogen hat als in den 50er Jahren, als die IAA zum ersten Mal in Frankfurt stattgefunden hat. Und sie war deshalb denkwürdig, weil während der laufenden Ausstellung schon darüber diskutiert wurde, ob das Konzept dieser Ausstellung tatsächlich noch zukunftsfähig ist. Und es kam ein weiteres hinzu. Erstmals haben über 15.000 Menschen anlässlich dieser Messe für die Verkehrswende und gegen eine reine Fixierung von Mobilität auf das Auto demonstriert. Auch das war ein bemerkenswertes Ereignis. Das alles zeigt, meine Damen und Herren, die IAA und ihre Macher müssen aufpassen, dass sie die Zeichen der Zeit nicht verschlafen. Sie müssen aufpassen, dass die IAA nicht zu einer Dinosauriermesse wird. Die IAA braucht eine Wende. Sie braucht eine Verkehrswende. Eine Verkehrswende hin zu einer internationalen Mobilitätsausstellung statt einer rein internationalen Automobilausstellung. Und weil ja immer gerne diskutiert wird, wenn man Kritik hat, wenn demonstriert wird, ob das den Messestandort, ob das die Messe, ob das die Automobilindustrie gefährdet. Ich sage ganz klar, nicht diejenigen, die die Fehler und Skandale der Automobilindustrie benennen, gefährden die IAA oder die Automobilindustrie, sondern diejenigen, die die Fehler und Skandale zu verantworten haben, meine Damen und Herren. Und es ist auch nicht der Frankfurter Oberbürgermeister, der die Zukunft der IAA oder der Automobilindustrie gefährdet. Das schafft diese Branche schon ganz allein, meine Damen und Herren. Und dennoch wäre es schön, meine Damen und Herren, wenn sich auch der Frankfurter Oberbürgermeister neben der Beschäftigung mit der öffentlichen Wirkung einer nicht gehaltenen Rede um das zukünftige Konzept der IAA kümmern würde. Auch das wäre schön, meine Damen und Herren. Denn für die IAA gilt, was für die Automobilindustrie insgesamt gilt. Sie kann und muss eine große Zukunft haben, wenn sie sich tatsächlich dann aber auch mit der Zukunft der Mobilität beschäftigt, wenn sie die Zeichen der Zeit erkennt, wenn sie klimaschonende Mobilität in den Mittelpunkt steht. Wenn all das gelingt, habe ich keine Sorgen, was die Zukunft der IAA angeht oder was die Zukunft der Automobilindustrie angeht. Aber man muss es halt endlich auch machen, meine Damen und Herren.
Und dabei reicht es nicht, den Verbrennungsmotor im Auto durch einen Elektromotor zu ersetzen. Das reicht ausdrücklich nicht. Und es geht auch nicht darum, um die neuen Grenzwerte der EU, die ab 2021 gelten, einhalten zu können, in die Flotte ein paar Pseudo- und Pseudo-Elektroautos aufzunehmen, um ansonsten weitermachen zu können wie bisher. Ein SUV mit einem Elektromotor ist schlicht und ergreifend keine Innovation, meine Damen und Herren. Ein SUV mit Elektromotor ist die Fortsetzung der alten Denkweise, die Verkehrspolitik, die Mobilität allein mit dem Blick durch die Windschutzscheibe betrachtet. Und da brauchen wir ein Umdenken. Es muss um die Verlagerung des Verkehrs auf Busse und Bahnen gehen. Es muss um die Förderung aller Verkehrsmittel gehen. Und es muss um die Vernetzung der Verkehrsmittel gehen. Darum muss es bei einer internationalen Automobilausstellung oder besser einer internationalen Mobilitätsausstellung gehen. Es ist doch eine faszinierende Perspektive. Denn in jeder Krise liegt ja auch eine Chance. Es ist eine faszinierende Perspektive, wenn wir uns einmal vorstellen, dass im Jahr 2021 die 69. internationale Automobilausstellung als erste internationale Mobilitätsausstellung in Frankfurt stattfindet. Das ist eine Perspektive für diese Ausstellung und eine Perspektive für die Automobilindustrie in Deutschland. Und im Rahmen dieser Messe können wir all diese Fragen diskutieren, um die es geht. Natürlich wird in dieser Messe das Auto weiter eine Rolle spielen. Aber es spielt vielleicht auch in viel stärkeren und in viel angemesseneren Maße Fragen eine Rolle, wie wir das Mobilitätsbedürfnis der Menschen tatsächlich klimaschonend, komfortabel und kostengünstig organisieren können. Vielleicht nehmen wir einmal in den Blick, welche Vorteile die unterschiedlichen Verkehrsmittel haben und wie wir es schaffen, dass wir diese Verkehrsmittel besser vernetzen, sodass man jederzeit das möglichst klimaschonende Verkehrsmittel nehmen kann, meine Damen und Herren. Vielleicht nimmt eine solche Messe dann einmal in den Blick, was es bedeutet, dass für immer mehr junge Menschen das Besitzen eines Autos gar nicht mehr das Zentrale ist, das Statussymbol Auto seine Bedeutung verloren hat, sondern für viele junge Menschen die Frage ist, wie komme ich möglichst komfortabel von A nach B. Für die ist die Frage des Benutzens von Verkehrsmitteln viel entscheidender als das Besitzen von Verkehrsmitteln. Und auch das muss in den Mittelpunkt einer solchen Ausstellung. Und ich finde es eine faszinierende Perspektive, wenn sich die internationale Mobilitätsausstellung 2021 endlich mit der Frage beschäftigt, wie wir von der autogerechten Stadt wieder zur menschengerechten Stadt kommen. Eine solche Messe, eine solche Verkehrspolitik, eine solche Ausrichtung der Automobilindustrie, meine Damen und Herren, das wäre wirklich Fortschritt durch Technik oder Freude am Fahren, wenn ich mir einmal einige Slogans von Automobilherstellern ausleihen darf. Und um allen Missverständnissen, bewussten oder unbewussten, gleich vorzubeugen. Das Auto wird auf absehbare Zeit eine wichtige Bedeutung für die Mobilität der Menschen haben, gerade auch im ländlichen Raum. Aber ebenso richtig ist halt auch, dass immer weniger Menschen gerade in den Städten bereit sind, die negativen Auswirkungen des Individualverkehrs durch Abgase, durch Klimabelastung, durch Lärm, durch Schmutz, durch Flächenverbrauch zu akzeptieren.
Und deshalb brauchen wir neue Antworten, brauchen wir eine vernetzte Verkehrspolitik, brauchen wir ein vernetztes Denken. All das könnte Gegenstand einer internationalen Mobilitätsausstellung 2021 sein. Die Menschen fragen doch zu Recht, ob wir Mobilität in unserem Land nicht anders, klüger und mit viel mehr Lebensqualität organisieren können. Ob es uns nicht gelingen kann, wenn Sie mir Ihre Redezeit geben, mache ich die auch noch einmal, Herr Rock. Ja, können wir sehr gerne machen. Na ja, das sind noch 45 Sekunden, Herr Kollege. Nur zur Beachtung. Ja, ich warte, bis der Herr Rock sich wieder beruhigt hat. Es muss um diese Verkehrswende gehen. Und Herr Rock, Sie wissen, dass wir die in Hessen auch lange eingeleitet haben. Denn es ist möglich, Mobilität klimaschonender, komfortabler und mit mehr Lebensqualität zu organisieren. Und das, meine Damen und Herren, das sollte das Thema der Internationalen Mobilitätsausstellung 2021 in Frankfurt sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat nunmehr das Wort Herr Dr. Stefan Naas aus Steinbach. Jawohl, Herr Präsident. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der erste Satz Ihres Antrags sagt eigentlich alles. Denn da lautet es, der Landtag stellt fest, dass bei der IAA und den Demonstrationen anlässlich der Ausstellung unterschiedliche Auffassungen über die Zukunft der Mobilität in unserem Land deutlich wurden. Ja, Kolleginnen und Kollegen, das stimmt. Und wenn ich so Ihren Antrag lese, dann muss ich sagen, das gilt auch für die Koalition. Auf der einen Seite die Abgeordneten der CDU, die noch für die IAA kämpfen wollen, die die Autofahrer nicht ganz vergessen haben und die auch gerne selbst die IAA besuchen. Auf der anderen Seite der grüne Verkehrsminister, der lieber mit den bewährten Hustenbonbons, Flatrate-Tickets, Fahrradparkhäuser, Bikesharing hantiert und der am liebsten mit vor der Messe demonstriert hätte. Meine Damen und Herren, Sie hätten besser aus dem Ganzen zwei Setzpunkte machen sollen. Denn man kann bei jedem Satz Ihres Antrages genau sehen, ob ihn ein CDU-Referent oder ein Grüner formuliert hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende hat man alles an Wünschen und Gedanken beider Seiten zum Verkehr zusammengeschrieben, ein Kessel Buntes unter der Überschrift, so soll sich gefälligst die IAA entwickeln. Aber, meine Damen und Herren, die IAA ist nicht das Schaufenster der schwarz-grünen Verkehrspolitik in Hessen. Das ist nicht die Landesausstellung auf dem Hessentag. Die IAA ist eine Messe. Und auf einer Messe herrscht Markt- und Produktfreiheit. Und da kann jede Firma selbst entscheiden, was sie präsentiert und wohin die Reise geht. Meine Damen und Herren, die IAA ist nicht irgendeine Messe, sondern die wichtigste deutsche Messe und eine der weltweit wichtigsten Leitmessen für die Automobilwirtschaft. Und von den 70 Zeilen Ihres Antrages beschäftigen sich ganze zwei mit der Erhaltung der IAA als Messe in Frankfurt. 60 Zeilen sind allgemeine verkehrspolitische Forderungen. Aber die IAA gehört Ihnen nicht. Nicht die Landesregierung richtet diese Messe aus, sondern der VDA, der Verband der deutschen Automobilwirtschaft. Und der wird sich bei der Auswahl eines eventuell neuen Messestandortes sicher von den tollen politischen Tipps leiten lassen. Eine von den Grünen befeuerte Anti-Auto-Stimmung und die hohen Preise in Frankfurt, und ich sage Ihnen, nach Fest kommt ab. Eine Messe an Politik ausrichten zu wollen, ist alles andere als gute Wirtschaftsförderung. Meine Damen und Herren, die IAA ist in Gefahr. Es geht dieser Tage darum, ob die internationale Automobilausstellung in Zukunft noch in Frankfurt stattfinden wird oder nicht. Es geht um die Zukunft einer Erfolgsgeschichte, die 1897 mit ganzen 8 Autos begann und die vor wenigen Jahren noch 1 Million Menschen anzog. Jetzt sind es immerhin noch mehr als 500.000.
Über 14.000 Journalisten berichten aus Frankfurt in alle Staaten der Welt. Die IAA ist ein Juwel, um das uns ganz, ganz viele beneiden, und die sollten wir erhalten. Und wenn ich dann mal den amtierenden regierenden Bürgermeister von Berlin, Müller, zitieren darf, der sagt, wir begrüßen es sehr, wenn Berlin Standort für die IAA würde, denn diese Messe ist weit mehr als eine Fahrzeugschau. Die IAA präsentiert Innovation, diskutiert das Thema der zukunftsfähigen Mobilität. Was macht dagegen der Frankfurter Oberbürgermeister? Ich kann es Ihnen nicht ersparen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ebenfalls von der SPD und dazu noch der Chef des Aufsichtsrates der Messe. Er inszeniert sich als Zensuropfer und erweckt den Eindruck, der VDA habe ihn wegen kritischer Aussagen zur Eröffnung ausgeladen. Meine Damen und Herren, wer mit diesem Erbe, das über Jahrzehnte viele Menschen in Frankfurt in Lohn und Brot gebracht hat, wer mit diesem Erbe so verantwortungsvoll umgeht, sollte sich überlegen, ob er an der richtigen Stelle ist. Und jetzt kommen wir mal zur emotionalen Seite. Die IAA hat über Generationen die Menschen im Herz berührt. Hunderttausende sind nach Frankfurt gekommen, um der Faszination Auto willen. Autos sind Technik, Leidenschaft, Begeisterung. Nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt. Deswegen ist es auch die internationale Automobilausstellung und nicht die internationale Mobilitätsausstellung. Autos prägen uns. Sie sind Ausdruck unseres Lebensstils. Das gilt vom Käfer bis zum SUV. Die meisten von uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, erinnern sich noch an ihr erstes Auto. Mir geht es zumindest so. Das war neue Freiheit, Aufbruch, selbstbestimmt entscheiden zu können, wohin man fährt. Ich weiß nicht, sind Sie nie Auto gefahren? Haben Sie nie die Vorteile des Autos ermessen können? Das Auto ist ein Stück Unabhängigkeit für viele, auch gerade ältere Menschen, die sonst große Mühe hätten, ihre Einkäufe nach Hause zu bringen. Das Auto ermöglicht aber auch alleinerziehenden Müttern, erst einen Beruf auszuüben und Beruf und Kita in Einklang zu bringen. All das verdrängen diejenigen, die laut und teils aggressiv, man hört es ja, gegen Autofahrer demonstrieren. Ich sage Ihnen, es gibt kein Recht, Autofahrer zu freiwillig zu machen, sie zu verhöhnen und zu verspotten, wie es jüngst auf den Fridays for Future-Demonstrationen in Hamburg geschehen ist. Wir Freie Demokraten wollen keinen öffentlichen Pranger und auch kein Denunziantentum. Es gibt kein Recht, Menschen zu verurteilen, nur weil sie Auto fahren. Der Kulturkampf gegen das Auto ist ein Kampf gegen die persönliche Freiheit, gegen das Recht auf individuelle Mobilität, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist die IAA bei weitem nicht. Die IAA ist digitaler als Ihre Landesverwaltung. Das mal vorab. Wir glauben an die Inspiration der Freiheit. Wir glauben daran, dass mit dem Erfindergeist und auch der Ingenieurkunst der Automobilindustrie auch die kommenden Herausforderungen gemeistert werden können. Wir wissen nicht, wie der Antrieb der Zukunft aussieht, ob Batterie, ob Brennstoffzelle oder eben auch synthetische Kraftstoffe. Aber wir glauben, dass es das Auto weitergeben wird, dass es ein fester Bestandteil unserer Freiheit bleiben wird. Und das sagt Kollege Wagner, schauen Sie sich die Zahlen an. Nie gab es mehr Autos als heute, nie war das Auto beliebter. Und für uns ist deswegen klar, das Auto ist und bleibt Freiheit auf vier Rädern. Wer Bus und Bahn fährt, kann das gerne tun. Radfahren ist wunderbar. Wir haben einen Gesetzentwurf dazu eingebracht. Können Sie sich ja dann zu äußern in der Anhörung. Bin ich sehr gespannt. Aber für uns ist auch klar, wir wollen, dass der Mensch frei entscheiden kann, ob er ein Auto kauft und welches er sich kauft. Und jetzt komme ich zu dem letzten Aspekt.
Autos bringen die Menschen nicht nur von A nach B, insbesondere auch zur Arbeit. Wir leben in Deutschland auch davon. Und gerade in Hessen spielt die Automobilwirtschaft eine herausragende Rolle. Was wäre Rüsselsheim ohne Opel, Baunatal ohne Volkswagen, Fulda ohne die Fulda-Reifen und Korbach ohne Conti? Pirelli im Odenwald, ich glaube, die Automobilhersteller sind über ganz Hessen verteilt. Das sind 60.000 Arbeitsplätze, 1,5 Milliarden Investitionen hängen jährlich in Forschung und Entwicklung. Und ich kann Ihnen sagen, wir Freie Demokraten wollen, dass das so bleibt. Autos sind Vorboten einer neuen Technologie, vieler neuer Trends und Entwicklungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Forschung und Entwicklung müssen frei bleiben. Und die IAA muss alle diese neuen Entwicklungen zeigen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, erwarten wir vom hessischen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Aufsichtsratschef der Frankfurter Messe, dass er sich in einer öffentlichen Debatte zur IAA in Frankfurt und zum Automobilstandort in Hessen und zur Technologiefreiheit bekennt. Er sagt, liebe Kollegin Wissler, die Automobilindustrie wird grüner werden oder bald nicht mehr sein. Ich sage, das ist eine Drohung. Das mag Ihren Wählern gefallen. Sie schaden am Ende damit aber unserem Land. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Naas. Das war eine Punktlandung. Trotz der vielen Outings, die wir während Ihrer Rede von anderen gehört haben. Vielen Dank. Als nächstes der Kollege Gagel von der AfD. Sie haben das Wort. Herr Präsident, verehrte Kollegen! Als ich die Rede von Herrn Wagner eben gerade so gehört habe, da kam mir spontan. Herr Kollege Gagel, ich fände es schon ganz nett, wenn wir uns auf die Regeln. Ach, wir haben es ja schon. Alles ist wieder gut. Sie haben das Wort. Herr Präsident, verehrte Kollegen, als ich eben die Rede von Herrn Wagner so gehört habe, kam mir spontan der Gedanke, die Grüne Partei steht nicht nur für maximale Umweltzerstörung, sondern sie steht auch für maximale Arbeitsplatzvernichtung in diesem Land. Schon der Titel des Antrags der CDU und Bündnis 90 die Grüne zeigt die wirtschaftspolitische Ignoranz, mit der sie am liebsten die gesamte deutsche Wirtschaft den ideologischen Zielen der Klimareligion unterordnen wollen. Die IAA, das hat der Kollege Naas eben schon erwähnt, ist neben den Automessen in Shanghai, Tokio und Detroit seit vielen Jahren eine der großen Leitmessen für die internationale Automobilindustrie. Eigentümer, Namensgeber und Ausrichter dieser Messe ist der Verband der deutschen Automobilindustrie, VDA. Mit Ihrem Antrag suggerieren Sie, dass dieses Parlament und die schwarz-grüne Landesregierung einem Wirtschaftsunternehmen bzw. einem Verband, nämlich dem VDA, diktieren kann, welche Produkte er wie verkauft. Die Denkweise, die Ihr Antrag atmet, offeriert ein erschreckendes Maß an sozialistischem Dirigismus und er tritt die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft mit Füßen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja im letzten Plenum über Tiefpunkte dieses Landtags geredet. Aber ich sage Ihnen, Kollegen von der CDU, dieser Antrag von Ihnen stellt den Tiefpunkt der CDU in der parlamentarischen Arbeit in Hessen dar, der letzten 70 Jahre. So etwas Miserables, was Sie hier abliefern, ist von CDU. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn ich das meinen Leutchen in meinen CDU-Kontakten aus meinem Wahlkreis kenne, wenn diese CDU-Wähler das alles sehen würden, wenn die ganze CDU-Wählerschaft das draußen sehen würde, was Sie hier im Landtag für einen Mist verzapfen, Sie würden sich von der CDU abwenden. Aber ich fahre jetzt fort. Es ist allein die Entscheidung der im VDA vereinigten Automobilhersteller und Autozulieferer, wie diese in Zukunft ihre Autos und Ersatzteile weltweit verkaufen wollen und welche Messe sie an welchem Ort mit welcher Frequenz ausrichten. Nach den von Ihnen, Herr Al-Wazir, zu verantwortenden Straßensperrungen von Bundesautobahnen rund um Frankfurt zum ersten Besucherwochenende der IAA wird sich so mancher Autohersteller und Zulieferer fragen, ob er in Frankfurt noch richtig aufgehoben ist. Und so mancher Messebesucher musste nach diesem tollen Erlebnis zur größten Automesse im Stau auf der A3 zu stehen, um Fahrradfahrern auf der Autobahn ihren Protestzug zum Messegelände zu
ermöglichen, einfach wegbleiben. Unglaublich. Am Messegelände angekommen, konnten sich Messebesucher von gewaltbereiten Demonstranten wie Steine im Getriebe, Sand im Getriebe oder Attack beschimpfen und anpöbeln lassen. Welch ein peinliches und unwürdiges Schauspiel für unsere einst von allen Ländern dieser Erde bewunderte Automobilnation. Die am Sonntag veröffentlichten Besucherzahlen sprechen Bände. 560.000 Besucher sind 250.000 weniger als vor 2 Jahren, weniger als bei der ersten Messe 1951 und fast die Hälfte im Vergleich zur IAA von vor 12 Jahren. Es ist offensichtlich, was die Landesregierung plant. Sie will alle wirtschaftlichen Aktivitäten, auf die unser Wohlstand beruht, Zug um Zug ihren vollkommenen überzogenen Klimazielen unterordnen. Und das nimmt inzwischen ein totalitäres Ausmaß an. Ich sprach ja bereits gestern über Klimadiktatur. Deutschland soll nicht nur Wegbereiter, sondern Vorbild für alle Länder in Sachen Klimaschutz werden, koste es, was es wolle. Leider sieht man das nicht nur am Stil Ihres Antrags und der Politik der Landesregierung, sondern auch am Auftreten der Kanzlerin und ihres Außenministers auf internationalem Parkett. Mit dem Vorwand, jetzt das Weltklima sofort retten zu müssen, erntet die amtierende Bundesregierung mehr Ablehnung als Zustimmung. Der Rest der Welt will einfach nicht von Deutschland gerettet werden. Damals nicht, heute nicht und auch in Zukunft nicht. Den Energiesektor hat die Bundeskanzlerin mit ihrem einseitigen Ausstieg aus der Kernkraftindustrie und dem vollkommen fehlgeleiteten EEG bereits dezimiert. Und jetzt soll also die Automobilindustrie per Dekret den gleichen Weg gehen? Dagegen wehrt sich die AfD. Da können Sie sicher sein. Das wollen wir nicht, und das will auch der Großteil der deutschen Bevölkerung nicht. Den Bürgern dämmert langsam, welches wirtschaftliche Opfer Schwarz-Rot-Grün einfordern, um ihre ideologischen Klimaziele durchzusetzen. Und man sieht es ja bereits. Wer die Schlagzeilen der vergangenen Tage angeschaut hat, sieht, dass in der Zulieferindustrie der Automobile eine Pleitewelle rollt. Überall werden Arbeitsplätze abgebaut. Umgestaltung der IAA per Dekret der Landesregierung, es schaudert einem bei dieser ideologischen Überheblichkeit und der völligen Missachtung marktwirtschaftlicher Prinzipien. Sie betonen die Bedeutung der Automobilindustrie für Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung in Hessen. Die Lippenbekenntnisse in Ihrem Antrag sind doch eine Verhöhnung der Arbeiter und Angestellten in der Autoindustrie, die tagtäglich von neuem Stellenabbau in ihrer Industrie lesen müssen und sich zu Recht fragen, wann bin ich dran und wer ist der Nächste? Letzte Woche hat BMW bekannt gegeben, beispielsweise 6.000 Mitarbeiter in ihren Werken in Deutschland freizustellen. Das muss man sich doch einmal vor Augen halten. Während die IAA noch läuft, kommt die Hiobsbotschaft für BMW-Mitarbeiter. Sehen Sie diesen Zusammenhang wirklich nicht? Wie verblendet sind Sie eigentlich? Sie können nicht à la SED der Automobilindustrie vorschreiben, wie Ihre Automesse auszusehen hat. 6 von 9 Punkten Ihres wirklich beschämenden Antrags, und da meine ich noch nicht mal Sie von den GRÜNEN, sondern in erster Linie mal Sie von der CDU, also der Tiefpunkt in 70-jähriger parlamentarischer Arbeit, den muss ich noch einmal betonen, Herr Boddenberg, beschäftigen sich nicht mit der IAA. 6 von 9 Punkten beschäftigen sich gar nicht mit der IAA oder der Weiterentwicklung des automobilen Individualverkehrs. Herr Boddenberg, ist dieser Antrag mit der Verkehrspolitik der CDU vereinbar, oder haben Sie einfach nur so unterschrieben, was Ihr grüner Kollege Wagner da ausgearbeitet hat, aus dem Baukasten ideologischer Weltverbesserung der GRÜNEN? Ihr integriertes Mobilitätskonzept der Zukunft, Herr Boddenberg, und der gesamten CDU-Fraktion, das Sie uns allen vorschreiben wollen, konzentriert sich in Ihrem Antrag zu 2/3 auf das Fahrrad
für individuelle Mobilität und auf die Verbesserung des ÖPNV für alle. Sie wollen aus der stolzen Autofahrernation Deutschland ein Land der Drahteselfahrer und Massenverkehrsabhängigen machen, ein Mix aus Maos China und Tokios Massenverkehr. Und ich frage mich ganz ehrlich, Herr Wagner, wenn Sie das so beschreiben, dass das eine neue Mobilitätsmesse wird, was wollen wir denn dann sehen bei der neuen IAA 2021 oder IMA müsste es dann ja eigentlich sein? Gibt es dann die Weiterentwicklung vom E-Bike? Die ist dann ein schickes Elektro-Dreirad vielleicht mit dem Namen Porsche drauf? Keine Ahnung. In unserem Deutschland der individuellen Freiheit, meine Damen und Herren, der parlamentarischen Demokratie und der sozialen, ich darf doch mal um Ruhe bitten, oder? Ja. In unserem Deutschland der individuellen Freiheit, der parlamentarischen Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft, meine Damen und Herren, werden Sie damit scheitern, über kurz oder lang. Die Bürger in unserem Land lieben ihre individuelle Freiheit und ihr Automobil. Und sie erkennen zunehmend, welche toxischen Rezepte sie mit ihrer Verbotspolitik und ihrem Klimadirigismus, ihrem Klimadiktat umsetzen wollen. Meine Damen und Herren, wir brauchen mehr Fridays for Hubraum anstatt Fridays for Future. Kurzfristig, meine Damen und Herren, wird Ihr Scheitern, das werden Sie sehen, da lachen Sie noch. Ja, Sie lachen in 4 Wochen, lachen Sie nicht mehr, oder in 6. Ja, da lachen Sie nicht mehr. Sie lachen nicht mehr, ich sage es Ihnen. Wird Ihr Scheitern bei der nächsten Landtagswahl in Thüringen zu sehen sein? Und langfristig werden Sie alle Mehrheit in allen Landesregierungen verlieren. Jetzt lachen Sie noch. Sie werden sich immer häufiger mit den grünen oder abstrusen Jamaika-Koalitionen ins Bett legen. Sie wollen das weltweite Klima retten, aber Sie machen keine Politik für die Bürger des Landes. Aus diesem Grund lehnen wir selbstverständlich Ihren Antrag ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gagel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin eben zu Recht von Herrn Gagel darauf hingewiesen worden, dass ich den Job habe, mich um die Ruhe hier zu kümmern. Ich habe es ja auch zweimal versucht, aber der Krach, den Sie eben gestört hat, war mein Hinweis an die Regierungsbank, es ist jetzt mal gut. Und das musste ich leider mit einer Ministerin etwas lauter diskutieren, bis man verstanden hat, dass die Regierungsbank schlicht zu schweigen hat. Und ich meine das auch sehr ernst. Mich hat das wissen einige Kollegen, im Jahre 2009 auch sehr gestört. Aber ich habe mich an die Geflogenheiten gewöhnt. Und wenn ich hier noch belehrt werde von der Regierungsbank, dass ich nicht so hektisch sein soll, das gebe ich jetzt zu Protokoll. Das finde ich nicht richtig. Vielen Dank. Und nun kommt Herr Eckert und die Ruhe ist wieder im Raume. Dann habe ich ja das erreicht, was ich erreichen wollte. Sie haben jetzt 10 Minuten das Wort. Parlament heißt schon ein bisschen auch Zwischenrufe, aber halt nur ein bisschen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir in Hessen und ich finde, wir für die Stadt Frankfurt sind als Messestandort stolz darauf, dass wir Standort der IAA sind. Denn Frankfurt ist aus unserer Sicht der richtige Ort, weil wir ein Bevölkerungswachstum in Städten und anwachsende Pendlerströme in Verbindung mit dem Anstieg von Arbeitsplätzen erleben. Mobilität braucht einen Wandel, und diesen richtigen Wandel zu fördern, da braucht es entsprechend Unterstützung und Hilfe. Konkret geht es darum, dass Menschen zum Beispiel, die sich im guten Glauben ein Auto gekauft haben, nicht auf kaltem Weg durch Fahrverbote enteignet werden. Wir dürfen die Verantwortung für die Produkte nicht bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern abladen, sondern wir brauchen eine Automobilindustrie, die sich gesetzeskonform verhält. Beweisen wir gemeinsam als Wirtschaftsstandort, dass die deutsche Innovationskraft nicht darin besteht, gesetzliche Vorgaben zu umgehen, sondern die umweltschonendsten und die zukunftsfähigsten Produkte zu entwickeln.
Es kann nicht sein, dass gefordert wird, Parkhäuser neu zu bauen, weil immer mehr Autos für die bestehenden Stellplätze zu groß geworden sind. Wir brauchen eine Mobilitätswende, um den Klimawandel aufzuhalten. Der Klimaforscher Latif betont immer wieder, dass Klimaschutz unumgänglich sei, wenn wir die günstigen Bedingungen auf der Erde erhalten wollen. Damit verbindet er auch eine optimistische Haltung, an die ich ausdrücklich anknüpfen möchte. Für Professor Latif ist Klimaschutz der Innovationsmotor schlechthin. Er sagt, die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien. Sie dezentral zu nutzen und ihre Anwendung mit der Digitalisierung zu optimieren, ist das Gebot der Stunde. Hier muss Deutschland vorne auf der Lokomotive sitzen, wenn wir unseren Wohlstand langfristig sichern möchten. Und nur so werden wir andere Länder beim Klimaschutz mitreißen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, wir brauchen auch einen ökologischen Umbau der Industrie, bei dem niemand auf der Strecke bleibt, nicht die Verbraucher, nicht die Beschäftigten der Branche, aber auch nicht die Umwelt. Ich wünsche mir, dass der Wandel gelingt und wir einen technologischen Fortschritt bekommen, aus dem endlich ein Fortschritt für alle wird. Wirtschaft und Ökologie dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Begreifen wir den Einsatz vor allem vieler junger Menschen gegen den Klimawandel nicht als Bedrohung, sondern tatsächlich als große Chance. Dieser Einsatz ist nicht, wie manche meinen, naiv, sondern er ist dringend notwendig. Frankfurt war im vergangenen Jahr die Stadt mit den meisten Demonstrationen in unserem Land. Es gehört zu unserer politischen Kultur, laut zu sagen, was man denkt. Zugleich ist klar, friedliche Proteste haben immer ihren Platz in unserem Frankfurt. Gewalt lehnen wir in allen Erscheinungsformen ab. Meine Damen und Herren, das war mit zwei Sätzen Ausnahme die Rede von Peter Feldmann zur Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung. Und ich finde, da zu fordern, dass das dem Standort schadet, dass genau dieser Ansatz, den wir durchaus gemeinsam verfolgen, die Internationale Automobilausstellung weiterzuentwickeln, vollkommen Rechnung trägt und es eine gute Rede gewesen wäre, nämlich die auch dem Veranstalter noch einmal deutlich gezeigt hätte, wo wir als Land, als Stadt Frankfurt wollen, dass diese Messe sich hinbewegt, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es auch richtig, wenn aus der Stadt Frankfurt es Initiativen gibt, die sich mit dem Standort Messe Frankfurt für die Zukunft beschäftigen. Und Herr Wirtschaftsminister, da würde ich mich auch um Engagement von Ihnen freuen, wenn Sie für diesen Messestandort Frankfurt als Messestandort für technologische Weiterentwicklung, für Technologie der Zukunft auch tatsächlich sich einsetzen können. Ich bin da sehr dankbar, dass es dort in Frankfurt jetzt im Oktober einen Termin im Römer gibt. Und wenn es, lieber Kollege Wagner, Sie haben darüber gesprochen und deswegen sei es an der Stelle noch einmal erlaubt. Sie haben über weniger Verkehr geredet. Ja, und da gibt es zum Beispiel in Frankfurt auch ein paar tolle Pilotprojekte, um zu testen, wie denn so ein Stadtleben aussehen könnte. Nördliches Mainufer. Meine herzliche Bitte dann entsprechend einfach auch mal mit Ihren Parteifreunden in Frankfurt, die zum Beispiel in der Stadtverordnetenversammlung mal lautstark gefordert haben, bitte hebt diese Sperrung auf, da sozusagen auch mal zu intervenieren, dass es richtig ist, dass man solche Sachen testet. Doch, können wir ja gerne nachher noch mal drüber reden, können wir die Details durchdiskutieren. Stadtverordnetenfraktion von Ihnen, meine Damen und Herren. Aber ich will auf die IAA noch einmal einkommen, weil anders als viele offensichtlich der Vorredner war ich nämlich tatsächlich auch da. Gemeinsam mit unserer Fraktionsvorsitzenden haben wir letzte Woche die Internationale Automobilausstellung besucht. Und ich will Ihnen wenigstens von drei Beispielen berichten. Ja, Herr Pentz, wäre schön, wenn Sie sich nämlich auch einmal, anstatt die Klappe aufzureißen, sich tatsächlich mit den Problemen beschäftigen würden, die in der Weiterentwicklung nämlich liegen. Ich will Ihnen drei Beispiele geben. Das eine ist die Hochschule Darmstadt. Wenn Sie sich anschauen bei der IAA, wenn Sie sich anschauen bei der IAA, die Hochschule Darmstadt, bei dem Thema alternative Antriebstechnik, ach Gott, ja. Ja, liebe Kollegen, wollen wir uns da wieder ein bisschen runterdimmen? Anscheinend fahren wir gerade SUV mit 400 PS. Ich glaube, das wäre ganz klug, sich wieder runterzudimmen. Ob das mit der Klappe aufreißen, lieber Kollege Eckert, so ein ganz kluger Spruch war, wir sind uns uneinig hier oben. Aber der Kollege Pentz weiß jetzt auch, dass jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Vielen Dank. Genau, nächstes Mal werde ich sagen, nicht ganz so laut die Positionen deutlich machen. Also Hochschule Darmstadt, alternative Antriebstechnik für den Bereich Motorradfahren, die genau dann aber die Diskussion haben, wie können wir das gemeinsam entwickeln, wo braucht es Unterstützung des Landes, damit solche Ideen sich denn auch weiterentwickeln, gab es auch dort.
Ein hessisches Unternehmen, EDAG, sitzt hier in Wiesbaden, gegründet in Großzimmern. Und das Gespräch haben wir mit jemandem aus Fulda geführt. Also viel hessischer geht es gar nicht. Die im Übrigen eine Vorstellung präsentiert haben von Mobilität, das will ich ehrlich sagen, mit der wir uns so noch nicht beschäftigt haben, weil das jenseits alles, was wir sonst hier diskutieren, Mobilität der Zukunft mit präsentiert haben. Und die jetzt diskutieren, wie kriegen wir denn tatsächlich diese Ideen überhaupt aus den Unternehmen, aus den Ideen hin zu einer Umsetzung. Auch das wäre etwas, wo wir in Hessen auch als Standort der Firma, der IAA, deutlich machen könnten, ja, wir gehen in dem Bereich voran und helfen für diese Weiterentwicklung. Ich will also das Beispiel von Opel und VW natürlich verwenden, weil wir auch natürlich an diesen hessischen Standort, die Firmen, die in Hessen ihre Standorte haben, auch mit dabei waren, den kritischen Dialog geführt haben in der Frage, wie muss sich das weiterentwickeln, wo muss sich wie auch Angebotspalette verändern, all diese Debatten. Und das ist wichtig, und das würde ich mir auch wünschen, Herr Minister, dass, wenn wir nämlich am Ende nicht nur über Mobilität reden, sondern auch über die Frage des Industriestandortes Hessen, wie wir denn gerade diesen Bereichen Baunatal und Rüsselsheim auch weiterführen, damit Wertschöpfung und Arbeit in Hessen auch in der Zukunft passiert und wir Mobilität der Zukunft auch hier mit organisieren und herstellen können. Auch das wäre eine wichtige Aufgabe für die Landesregierung, meine Damen und Herren. Sie zitieren, meine Damen und Herren, der Koalition einige Mosaiksteine, was alles sozusagen zu einer Mischung von moderner Mobilität dazugehört. Kann man, deswegen freue ich mich, wenn wir da im Ausschuss auch noch darüber diskutieren, kann man über viele Beispiele auch noch einmal diskutieren, jeweils in der Frage, was tut denn konkret das Land Hessen dabei, wo sind die Schwerpunkte des Landes Hessen bei Radverkehr, Bike- und Carsharing, dem Ausbau des ÖPNVs, den Themen Logistik, betriebliches Mobilitätsmanagement, all diese Themen, die Sie durchaus zu Recht beschreiben. Aber, Herr Wagner, was dann nicht geht in Ihrem Antrag, ist dann unter Ziffer 5 zu behaupten, dass Sie mit Ihrem starken Heimatgesetz 20 Millionen € nochmals den Kommunen geben für ÖPNV und Mobilitätsentwicklung für die Zukunft. Nein, Sie geben denen überhaupt nichts. Das ist das Geld, was denen sowieso gehört. Und Sie modeln es um. Sie etikettieren es um und behaupten, es wäre Ihr Geld. Nein, das ist es nicht. Und wenn Sie das ernst meinen, weil ich das richtig finde, dass Sie zusätzliche Unterstützung brauchen, dann gehen wir doch einmal den Weg bei dem nächsten Plenum, Veränderung des Mobilitätsfördergesetzes. Dann können wir nämlich über Landesgeld reden und ändern das Mobilitätsfördergesetz, dass wir damit anderen Summen. Und dann können wir ja 20 Millionen mehr ausschütten als Landesgeld. Diese Einladung würden wir dann dankenswerterweise annehmen, wenn wir da gemeinsam vielleicht auch vorankommen, meine Damen und Herren. 365-Euro-Tickets, Sie sprechen es an, und nur leider Gottes bleiben Sie wieder einmal bei dem Wort langfristig stehen. So formulieren Sie es im Antrag. Ich finde, es gibt da ganz spannende Ideen, jetzt gerade auch in dieser Woche. Wir haben noch einmal den Vorschlag gemacht, wenn es in Modellregionen im Moment gerade, was das Thema 365-Euro-Ticket für alle und nicht für einzelne Personengruppen, dann erprobt werden soll, dann bietet sich der Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main idealtypisch an, das mitzuentwickeln, nicht an der Landesgrenze aufzuhören. Deswegen haben wir das gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen SPD am Montag auch mit vorgeschlagen. Und das wäre eine wunderbare Kombination, eine IAA weiterentwickelt, auch in den technologischen Herausforderungen, gemeinsam mit einem Modellprojekt, 365-Euro-Ticket in der Region. Das wäre tatsächlich dann etwas, wo wir sagen können, der Standort entwickelt sich tatsächlich weiter in der Messe und darüber hinaus, meine Damen und Herren. Die Infrastruktur, Sie beschreiben, muss natürlich dafür angepasst werden. Aber anders als Sie beschreiben, kann man nicht behaupten, im Maße, wie die Pendlerströme und die Fahrgastzahlen steigen, müssen wir genauso Infrastruktur weiterentwickeln. Wir hängen jetzt schon hinterher. Und von daher hätte ich mir sozusagen ein ambitionierteres Ziel gewünscht, meine Damen und Herren. Abschließend will ich sagen, ich hätte gerne andere Beispiele gefunden im Internet als den bayerischen Wirtschaftsminister, der deutlich klappert, dass er gerne nach München die holen würde. Ich hätte gerne die Beispiele nicht des Ministerpräsidenten nur, der sagt, das ist irgendwie wichtig, sondern das aktive Handeln dieser Landesregierung, eine IAA für die Zukunft aufzustellen, Herr Präsident, damit komme ich zum Schluss. Und diesen Standort, der für uns wichtig ist, für die Weiterentwicklung der Mobilität in unserem Land, mit einer solchen Messe, die wichtig ist für unsere Region, für den Standort Frankfurt, weiterzuentwickeln, da sind wir uns mit Peter Feldmann einig. Und dass dieser beste Platz für diese Messe auch der Zukunft, wenn sie sich denn weiterentwickelt, ist und bleibt Hessen in Frankfurt. Vielen Dank, Herr Eckert. Gerne haben wir die Episode mit Herrn Pentz noch ein bisschen abgerechnet. Und jetzt kommt Michael Boddenberg. Er hat für 10 Minuten auf alle Fälle das Wort.
und ich gebe es ihm jetzt. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, wir haben heute eine emotionale Debatte, die ich zunächst einmal völlig in Ordnung finde, weil es um ein sehr zentrales Thema unserer Volkswirtschaft und vieler Menschen in unserem Land geht. Und das will ich ausdrücklich begrüßen, weshalb ich glaube, dass es klug war, dass wir heute wenige Tage nach der IAA über die IAA auch zu diskutieren, und zwar vor dem Hintergrund all dieser unterschiedlichen Stimmungen, die diese letzte Messe vor allen Dingen in dieser Gesellschaft und hier in dieser Region erzeugt hat. Ich will nicht vergessen, mit Blick auf die Demonstrationen, die stattgefunden haben, ich überlasse jedem selbst, sich dazu zu bekennen, was dort gefordert wird. Auf der einen Seite, ich glaube, wir sollten uns gemeinsam dazu bekennen, dass manche Aktionen, mancher im Vorfeld der IAA, die mit Gewalt zu tun hatten, natürlich absolut abzulehnen sind und inakzeptabel sind und weiter auch so genannt werden müssen, dass ich sage, ich trenne die Demonstranten, die friedlich für ihre Ideen auf der einen Seite demonstrieren und auf der anderen Seite Leute, die Steine werfen und Gewalt anwenden, sehr sauber. Und ich glaube, das ist erforderlich, dass das hier auch einmal gesagt wird. Und ich will auch gleich sagen, Kolleginnen und Kollegen, ich bin der Frankfurter Polizei, ich habe Herrn Bereswyl auf der IAA oder zu Beginn der IAA getroffen, sehr dankbar. Die Polizei hat sehr besonnen reagiert und ist mit dieser durchaus großen Herausforderung, wie ich finde, absolut professionell umgegangen. Auch das sollte an dieser Stelle einmal gesagt werden. Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich diskutieren wir diese IAA vor allen Dingen vor dem Hintergrund, der seit langer Zeit ganz intensiv, seit einem Jahr weltweit stattfindenden Klimadebatte, gar keine Frage. Aber ich will schon sagen, dass ich glaube, und da bin ich durchaus bei dem einen oder anderen Satz auch von Herrn Naas, wenngleich ich manches sehr kritisch sehe, was Sie hier vorgetragen haben, Herr Naas, weil ich glaube, dass Sie zu sehr schwarz-weiß malen und so tun, als würden wir mit einem Antrag und mit einer solchen Debatte den Individualverkehr verbieten und beschränken wollen. Ja, ich habe den Antrag selbst geschrieben, also Sie können schon davon ausgehen, dass ich weiß, was drinsteht, Herr Naas. Aber ich bin sehr wohl bei dem, dass ich glaube, eins wirklich erforderlich ist, dass wir alle Kräfte bündeln und sagen, wir haben eine großartige Forschungslandschaft, gerade in der Bundesrepublik Deutschland, gerade auch mit unserer Geschichte in der Automobilwirtschaft. Und ich gucke sehr positiv und zuversichtlich nach vorne, weil ich den Ingenieuren dieses Landes viel zutraue. Gar keine Frage. Und wenn ich das auch noch sagen darf, dieses Zutrauen fehlt mir manchmal ein bisschen. Bei mancher Debatte und bei mancher Demo und manchem kritischen Beitrag, wo auch immer er stattfindet, ich sage es mal ein bisschen salopp, fehlt mir ein wenig die gute Laune. Wir müssen wieder ein Land werden, das gute Laune hat und das, wie gesagt, Zuversicht in seine Akademiker, Zuversicht in seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat und nach vorne schaut und sagt, ja, wenn wir es gemeinsam wollen, dann sind diese großen Herausforderungen tatsächlich auch zu lösen. Kolleginnen und Kollegen, mit den Klimaleugnern der AfD will ich mich nicht auseinandersetzen, aber für alle anderen vielleicht noch einmal zwei, drei Merkposten, die mit Klima und auch mit Automobilverkehren zu tun haben. Wenn wir Paris ernst nehmen und durchaus viele kritisch sagen, so wie wir zurzeit aufgestellt sind, werden wir sehr schwer nur diese Ziele, die wir in Paris gegengezeichnet haben, erreichen, dann finde ich, gehört dazu, dass man das zunächst einmal kritisch feststellt und sich die Frage stellt, was müssen wir denn tun, um diesen Zielen näher zu kommen oder sie am Ende des Tages zu erreichen. Wenn man das, was die Bundesrepublik Deutschland dort unterzeichnet hat, mit vielen, fast allen Nationen dieser Erde, die Amerikaner sind später ausgestiegen, wie wir wissen, ernst nimmt, dann wissen wir, dass beispielsweise, und ich nehme mal den wesentlichen Punkt, CO2-Ausstoß begrenzt ist, auch schlichtweg in Menge begrenzt ist. Und das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung sagt, 8,8 Milliarden Tonnen ist noch das, was die Deutschen emittieren dürfen. Und wenn man sich dann anschaut, dass wir pro Jahr zurzeit rund 700 Millionen Tonnen alleine in der Bundesrepublik Deutschland an CO2 emittieren, kann man sich ungefähr die Zeitschiene vorstellen, die wir noch haben. Immer vorausgesetzt, dass wir Paris erreichen wollen. Ich sage nicht, dass da die Welt untergeht. Ich sage nur, das sind die Ziele, die wir uns gesteckt haben. Und ich glaube, wir müssen darüber reden und sollten alles daran setzen, dass wir gar nicht erst in eine Situation kommen, dass wir in dieser Frage unglaubwürdig werden. Und der Verkehrssektor ist nun einmal einer der großen und zentralen Herausforderungen. Das ist doch, glaube ich, unbestritten. Und Herr Naas, da bin ich dann bei dem kritischen Teil. Es ist doch unbestritten, welche Bedeutung die Automobilwirtschaft für Hessen, für die Bundesrepublik Deutschland hat. Das muss man, glaube ich, hier niemandem erklären. Aber es ist auch unbestritten, dass die deutsche Automobilwirtschaft eine Riesenchance hat.
diejenige zu sein, die auch Maßstäbe setzt, und zwar nicht so, wie sie es leider in den letzten Jahren in die falsche Richtung hin und wieder getan hat, sondern mit dem, was auf der IAA – und auch da bin ich durchaus bei Ihnen – gezeigt hat, tatsächlich auch Verantwortung übernimmt und die Unternehmen, die sie, die Manager verantworten, auch entsprechend weiterentwickelt. Damit habe ich nicht nur kein Problem, im Gegenteil, das ist meine große Hoffnung, dass wir dort riesengroße Potenziale auch und gerade in den Unternehmen der deutschen Automobilwirtschaft haben. Und wer stellt denn in Zweifel, dass wir den automobilen Individualverkehr nicht mehr wollen? Wer sagt denn das? Wer von unseren Bürgerinnen und Bürgern und Wählern stellt auf der anderen Seite in Zweifel, dass wir gerade in den Ballungsräumen, ich bleibe mal in Frankfurt, natürlich eine weitere Verbesserung und Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs auch in den Städten brauchen? Niemand. Es gibt dieses Schwarz-Weiß nicht mehr. Und auch bürgerliche Wähler wollen in einer Stadt leben, die lebenswert ist und die am Ende des Tages durchaus sich weiterentwickelt, was die Mobilität der Menschen in diesen Städten anbelangt. So, und das ist die Stadt Frankfurt auf der einen Seite. Aber ich kann und muss natürlich auch auf der anderen Seite darüber reden, was passiert denn dann, Herr Eckert, mit dem ländlichen Raum. Ich habe mir gestern Abend mal die Mühe gemacht, das geht relativ schnell, RMV anzuklicken und zu sagen, wie ist denn, wenn ich in Kirchdorf, in Vogelsberg arbeite und in Alsfeld wohne oder umgekehrt. Ja, dann schaue ich mir an, wie ist die ÖPNV-Verbindung. Da finden Sie zu manchen Zeiten eine Verbindung, die dauert 20 Minuten. Da dauert manche Verbindung 20 Minuten, aber wenn Sie zwei Stunden später losfahren, kann es sein, dass Sie einmal oder zweimal umsteigen müssen, dann dauert es halt eine Stunde. Da nicken Sie völlig zu Recht, Herr Eckert, aber es ist doch eine Illusion. Es ist und wäre doch eine Illusion zu glauben, dass Sie das alleine mit dem klassischen öffentlichen Personennahverkehr jemals werden lösen können, nämlich eine Stundentaktung, lieber Kollege Rudolph, am besten in jedem 500-Seelenort in Hessen. Das ist außerhalb jeder Realität. Und deswegen bleibt es dabei, wir brauchen Zulieferer, wir brauchen Individualverkehr, und gerade die Hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen machen dort auch eine ganze Menge. Beispielsweise im House of Logistics and Mobility beschäftigen wir uns mit diesen Nahverkehren auch im ländlichen Raum. Wir beschäftigen uns damit, wie kriegen wir denn eine Verzahnung hin zwischen den Linien, die wir haben, ja auch noch ausbauen wollen auf der einen Seite, mit den jeweils individuellen und individualen Ansprüchen der Bewohnerinnen und Bewohner. Das geht ja vom Fahrrad, das geht über das Carsharing, digitale Vernetzung der Informationen. Wo finde ich denn gerade welches Verkehrsmittel? All das findet doch statt. Und weil Sie das Geld angesprochen haben, für den öffentlichen Personennahverkehr in dieser Rechenperiode, in dieser vierjährigen, über 4 Milliarden €. Der Minister wird sicherlich gleich noch einmal darauf eingehen. 24% mehr als in der vorhergegangenen Rechnungsperiode. Und übrigens auch 120 Millionen € hessisches Landesgeld, also nur, dass das auch noch einmal klar ist und richtig gestellt ist. Und wenn Sie weiter mehr Geld fordern von der SPD, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir auch in dieser Legislaturperiode wieder die Rechnung auf und werden Sie fragen, wie viel denn bitte schön? Und diese Antwort müssen Sie dann liefern. Aber irgendwann werden wir dann wahrscheinlich Mitte der Periode wieder dahin kommen, wie in der letzten, dass da irgendwo 4 oder 5 Milliarden € versprochen worden sind von Ihrer Seite und Sie nicht liefern können, meine Damen und Herren. Auch Glaubwürdigkeit in der Frage der Finanzierung, auch von Mobilität, ist ein hohes Gut. Und ich finde, das stünde auch der SPD gut an, wenn Sie hin und wieder da ein bisschen seriöser blieben. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, also, Herr Eckert, ich war auch auf der IAA, ich war sogar bei der Eröffnungsveranstaltung mit dieser vielbeachteten, nicht gehaltenen Rede. Da will ich jetzt gar nicht mehr näher darauf eingehen. Ich glaube, es hat selten eine Rede gegeben, die nicht gehalten worden ist, über die so viel geschrieben und gesprochen worden ist. Ich glaube, das haben wir morgen auch noch einmal auf der Tagesordnung geschenkt. Aber ich habe dort sehr genau hingeschaut. Und eines möchte ich bitte auch hier sehr deutlich sagen. Herr Naas und andere, die da uns Schwarz-Weiß-Bilder vorzeichnen, die völlig falsch sind. Ich habe den Eindruck, bei allem, was man an der Automobilindustrie gerade in diesen Tagen kritisieren kann, dass das, was Sie dort sagen, Herr Eckert, durchaus in weiten Teilen tatsächlich stattfindet. Ich habe das auf der IAA gesehen. Ich habe gesehen, dass sich die Automobilwirtschaft natürlich mit digitaler Vernetzung und all dem beschäftigt. Ich sehe dort, dass Sie sich mit Carsharing-Modellen beschäftigen. Übrigens, wenn ich einmal familiär werden darf, du hast eben zwischengerufen, lieber René Rock, wer sagt denn, dass sich junge Leute dem Auto ab- oder zuwenden? Einer meiner Jungs sagt mir letzte Woche, weißt du was, ich verkaufe jetzt das Auto, ich brauche es nicht mehr. Wir wohnen aber in Frankfurt, wir wohnen eben nicht in Kirchdorf oder in Alsfeld im Vogelsberg. So, und insofern glaube ich, sollten wir aufhören, so zu tun, als gäbe es nur die eine oder die andere Welt. Übrigens auch das noch einmal in Richtung FDP. Das erste, glaube ich, funktionstüchtige Fahrrad hat die Firma Opel erfunden. Da wollen wir nicht wieder hin zurück. Aber auch Mobilitätsunternehmen wie Opel und andere beschäftigen sich mit sehr viel mehr Verkehrs-
Mitteln, als die FDP heute uns hier versucht hat, weiszumachen, Kolleginnen und Kollegen. Ja, und ich sehe dort Hybridtechnologie. Zum Schluss, Herr Kollege. Ich bin letzter Satz, Herr Präsident. Ich sehe auf der IAA neue Hybridtechnologien. Ich sehe, dass sich sehr mit Batterientechniken beschäftigt wird. Matthias Wagner hat zwar gesagt, irgendwo ist der SUV batteriebetrieben für ihn nicht die Innovation. Ich sage, der ist mir aber immer noch lieber, dass er Batterie oder Strom betrieben wird als anders. Also, da passiert und geht vieles in die richtige Richtung mit Milliardeninvestitionen hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und insofern wirklich letzter Satz, Herr Präsident, will ich sagen, die Bundeskanzlerin hat bei der Eröffnung der IAA gesagt, dass wir natürlich ja vor großen Herausforderungen stehen, aber wir auch vor einer revolutionären Entwicklung, die bei dieser IAA anfängt. Und das heißt, sie muss fortgehen. Und das wiederum bedeutet, ich glaube, es sind gute Beiträge, die wir hier liefern können, Ideen, die wir liefern können für eine erfolgreiche und auf Dauer auch in Frankfurt ansässige internationale Automobil- und Mobilitätsausstellung. Herzlichen Dank fürs Zuhören.